Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und ihr seht, die Sonne geht unter über Hundsgrab, das heißt hinten am Horizont Richtung Schlangenstein. Und wir stehen auf der Sprotte und ich kann noch nicht schlafen. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mojangstag. Eine neue Woche beginnt nämlich gerade im Drei-Elben-Lande. Juhu. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Was ist da? Genau, der Drei-Elben-Landpalast. Und mal gucken, ob wir schlafen können, denn wir sind nicht alleine. Anni und der Fassgart sind nämlich auch noch da. Und, finden ihr Bett nicht, anscheinend. Gerade. So. Jo. Und da ist er, der 3M-Landpalast. Und ich dachte mal, jetzt ist die Staffel neigt sich ja dem Ende entgegen. Und da wäre es vielleicht ganz angebracht, jetzt nochmal was am 3M-Landpalast zu machen. Wir waren ja neulich da hinten, bei der Krusthalle, da habe ich auch noch ein bisschen reingekrustet. Ja, und ich bin hier gerade auf der Sprotte aus folgendem Grund. Ich war nämlich am Sonntag bei der Anni und da haben wir ihre 100. Folge zusammen gefeiert. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr nochmal bei der Anni gucken. Da müsste irgendwann noch irgendwo noch die gesamte Aufzeichnung von dem Livestream drin stehen. Da war ich nicht die ganze Zeit dabei, nur ziemlich die letzten Stunden so. Aber da haben wir etwas Schönes gebaut. Und zwar ein neues Schiff fürs 3M-Land. Ich will euch noch was anderes zeigen, deshalb gehe ich erstmal in diese Richtung. Ein schönes Schiff fürs 3M-Land, beziehungsweise für die Wüstenrose Fernweh. Nämlich die, wie heißt das Ding jetzt eigentlich? Wüstenfuchs oder so? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat Anni jetzt ihr erstes Schiff. Ein Dreimaster, der jetzt im Hafen von Fernweh steht. Und hier hinten ist auch noch was. Oh, Hasi. Na? Brauchst du keine Angst haben. Die sind so immer so aufgeregt, die Hasen, ne? Die aufgeregtesten Tiere bei Minecraft und die schnellsten, glaube ich, auch. Hier hinten ist nämlich jetzt schon so ein bisschen weitergegangen an dem, ja, hier an der Chorusfruchtfarm. Da habe ich nämlich schon mal so ein bisschen so grundsätzlich ein paar Chorusfrüchte erstmal gepflanzt und will erstmal schauen, wie die sich hier so fortpflanzen. Also das wird hier unsere Chorusfruchtfarm. Die darf nicht so groß werden, dass sie hier nicht die schöne Aussicht verdeckt vom Altersheim, beziehungsweise von der Mumienruhe, ne? Aber hier kommt noch ein Dach drauf, das können wir ja dann gemeinsam machen. Ich habe jetzt nur erstmal so die Vorarbeiten geleistet. Aber, wie schon gesagt, heute soll es um den 3M-Landpalast gehen. Der ist ja total unfertig, schon seit vielen, vielen Folgen. Und da diese Staffel ja auch irgendwo heißt, mach es fertig, Opa, mach uns fertig, dachte ich, machen wir da ein bisschen weiter. Hin und wieder ist da mal ein bisschen was dran passiert, die Arbeiten wurden aber eher so, ja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Gehen wir mal hier hinten lang. So die Schleiche, Hundsgraber Schleichwege, ne? Ups. Ja, die Krusthalle ist fertig. Die haben wir ja gebaut zusammen. Und jetzt geht's zum 3M-Landpalast. Unser größtes Projekt, was wir bisher haben. Und da haben wir ja so eigentlich auch ein Stück dran gebaut mit dem, ihr wisst schon, hier mit der Reitschule, Haushof und Reitschule des 3M-Landes. Die ist ja auch entstanden in dieser Staffel. Aber jetzt gehen wir in den Palast. Denn, ja, irgendwann muss es da ja mal weitergehen. Ist immer ein Riesenprojekt. Ich habe schon Baustoffe nach oben geschafft. Habe da auch schon ein wenig was gemacht. Ich zeige euch das gleich, was es ist. Weil wenn man hier unten in die Halle reinkommt, sieht das Ganze immer noch so aus wie vor 100 Folgen. Oder zwar... Es brennt? Nein, es ist nur irgendwelche Flammenbecken. Da seht ihr. Der obere Ring wird jetzt gemacht. Der muss natürlich noch zugemacht werden hier. Und da können wir ja einfach mal anfangen. Man muss manchmal auch einfach erstmal anfangen, um weiterzukommen, ne? Weil sonst kommt man nicht weiter. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Das heißt, alle Fans des 3M-Land-Palastes werden sich freuen. Es geht weiter. Natürlich sind hier die Bauschritte immer kleiner, weil es halt riesige Dimensionen sind. Und dadurch sieht man immer nur sehr wenig, wenn es vorangeht. Aber vielleicht kriegen wir was hin, dass man hinterher am Ende der Staffel, das heißt so in 17 Folgen oder so, sagt, oh ja, jetzt hat sich wieder was am 3M-Land-Palast getan. Ich habe hier oben nur eine einzige Kiste. Da. Und da haben wir ein bisschen Material drin. So, und dann nehmen wir jetzt ein bisschen weiße Keramik raus. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Wir müssen erstmal einen Anfang haben. Ah, Erde habe ich auch nicht dabei, verdammt. Die hätte ich mir aber hier oben mal hinlegen müssen. So, wenn wir jetzt nämlich sagen, ich würde nämlich sagen, wir machen hier unten jetzt erstmal einen Zwischenboden rein. Das machen wir gleich von unten weiter. Ich traue mich nur nicht runter zu springen. Das geht gleich an.
Wenn wir hier nämlich runterfallen, könnten wir auch sterben dabei, ne? Das ist ja auch so eine Sache. So, jetzt gehen wir aber mal runter. So. Das heißt, hier in klassischer Form wird hier jetzt ein Boden reingezimmert. Hier kommt dann ja Weiß hin. Ja, ja, ja. Das kann man ruhig so machen. Mal sehen, wie das hinterher aussieht. Also erstmal ein grüner Kranz außenrum. Der grüne Kranz. Und dann machen wir innen in der Mitte, machen wir das schön weiß. Aber das können wir vielleicht so ganz gut machen, ne? Wenn es immer so gehen. Runterfallen sollten wir hier nicht. Hätte ich mir vielleicht mal meine Federfallstiefel anziehen sollen. Ja, naja. Weil irgendwann sind auch wieder Wahlen dieses Jahr, ne? Im Mai ist es ja wieder soweit. Und da soll das Ganze natürlich ein bisschen fortgeschrittener sein. Ich glaube, unten waren auch noch ein paar Thronsessel noch nicht fertig. Die da zum Beispiel, ne? Und da sehe ich gerade, ist ja noch nicht mal eine Stufe drin. Und da haben wir jetzt gerade erst Erfahrung mitgesammelt. Das heißt, das könnten wir eigentlich machen, ne? Da eine Stufe reinpnömsen. So, hier noch. Ich bleib einfach die ganze Zeit im Schleichmodus. Ja, ich hoffe, ihr hattet, wie schon gesagt, einen schönen Mojangstag gestern. Habt euch schön mal ausruhen können. Ja, ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall, ja. Außer, dass ich dann halt am Sonntag noch unterwegs war, bei der Anni halt. Das war total schön, hat total viel Spaß gemacht. Mit Anni und Fassi und dem Gärtnermeister auch am Anfang so ein bisschen wieder was zu bauen. Einfach mal so. War eine ziemlich fixe Idee eigentlich. Ja, wir waren am Hafen und ich sagte auch, hier fehlt, das Einzige, was hier am Hafen noch fehlt, ist ein Segelschiff. Ja, und dann war es auch schon soweit. Und dann wollten wir der Anni ein Segelschiff schenken und dann haben wir das gebaut. Ja. Und ihr wisst ja, Schiffe bauen ist nicht so einfach. So, für Hunsgrab bräuchten wir auch nochmal ein paar große Schiffe, aber, wie schon gesagt, Schiffe bauen ist immer so eine Sache. Aber die Staffel heißt, mach es fertig, also machen wir jetzt erstmal den Drei-Elmlein-Palast. Zumindest bauen wir ihn weiter. Ich hatte mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was hier überhaupt noch alles rein muss in den Drei-Elmlein-Palast. Und natürlich müssten eigentlich auch die Drei-Elmländer hier einzelne Büros kriegen. Das heißt, wenn die schon aus ihrer eigenen Stadt hier anreisen, wäre es ja eigentlich ganz angebracht, wenn sie irgendwo noch, ja zumindest, so ein kleines Büro oder sowas hätten, wo sie ihre Schreibarbeit, ihre Korrespondenzen und sowas machen können. Und ja, das wäre ja eigentlich hier im oberen Teil nur machbar, denn unten ist schon ziemlich alles vollgebaut, da ist ja der Wahlsaal, das Wahllokal und der Speisesaal und der Flaggenraum und sowas, ne, das ist ja alles da. Da müssten wir eigentlich dann hier oben irgendwo die einzelnen Büros unterbringen. Das ist noch so eine Aufgabe. die nicht so einfach ist aber auch. Ja? Also da müssen wir mal gucken, wie wir die gestalten. Denn wir haben hier kaum gerade Wände. Wir haben in der Mitte diesen Gang, der mir auch noch nicht, überhaupt noch nicht gefällt. So sieht das dann aus, hinterher und vorher auch. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wir können uns aber auch einfach hier rauskloppen. Das ist wahrscheinlich einfacher. Ja, so. Sehr gut. Setzen wir den Stein hier einfach wieder ein. Und dann haben wir hier zumindest schon mal die Oberdecke. Ach, wartet mal. Wir sollten vielleicht Fackeln. Habe ich die jetzt auch weggelegt? Oh Gott, ich habe alles weggelegt. Ja, habe ich alle wahrscheinlich hinten gelassen. Bei der Chorus-Farm in der Kiste. Ach Mensch. Warum bin ich nur so ordentlich? Nee, da hinten ist die. Sieht man von hier gar nicht so richtig. Wir gehen jetzt mal runter. Autsch. Kleiner Huster schneide ich hinterher raus noch sehr früh am Morgen. Ich habe es mal wieder verschusselt, rechtzeitig hier aufzunehmen. Man muss ja jetzt heute wieder Just in Time aufnehmen. Aber guck mal, das sieht doch gut aus. So hatte ich mir das auch vorgestellt mit dem Ring. Das müssen wir überall machen und dann brauchen wir aber auch Fackeln. Und dann gehen wir jetzt gleich nochmal runter. Wir sollten nicht so oft hoch und runter rennen, weil die Wege hier immer recht lang sind. Sonst rennt man in einer Folge zweimal hoch und runter und dann ist die Folge schon um und man hat gar nichts gebaut. Kann passieren. Kann passieren. Es gibt hier auch überall noch so versteckte Kisten, ne, teilweise. Hier so. Ah, hier geht's raus auf den Außengang. Können wir nochmal rüber gucken. Die wachsen nämlich fröhlich weiter da hinten, weil das sehr nah am Spawn ist. Und deshalb habe ich die auch extra da platziert. Wenn ihr jetzt sagt, ist mir einfach zu nah am Spawnpunkt, ja, es ist leider nötig so. Wir haben ja hier hinten auch noch Kisten, aber ich glaube, die haben wir größtenteils encrustet, ne? Die haben wir schon zu einem ziemlich großen Teil encrustet, die Kisten hier hinten. Nee, da ist noch eine Menge Krust drin. Das muss noch alles in... Alles rüber. Das muss noch alles in die Krusthalle.
Guckt euch das mal an, was hier für ein Haufen Gruß noch drin ist. Alter. Aber was hier nicht ist, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Hier sind keine... hierfür, ne? Dafür haben wir gar nichts da. Für die Tische. Und hier müssen wir noch eine Stufe reindrücken und da muss auch noch eine zweite Lore rein. Also es ist schon noch einiges an Arbeit, auch im Innensaal. Aber das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Das ist dann parallel zu dem hier unten. Und man hat dann in der Mitte nur noch dieses kleine Stück Himmel. Naja, das wird dann immer höher auch. Die Außentürme müssten wir dann auch noch gestalten. Ich hole jetzt einmal ein paar Fackeln. Und wir gucken mal wegen... Ja, wir schauen einfach mal wegen den Stühlen. Die müssen wir auch noch fertig machen. Aber Fackeln brauchen wir unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir das noch ein bisschen ausfackeln. Und dann müssen wir uns ja auch noch überlegen, wie wir den Fußboden oben gestalten. So, jetzt schauen wir mal. Nein. Nein. Da natürlich auch nicht. Ich glaube, ich schlafe erstmal eine Runde. Nein. Ha, okay. Alles wird mir verweigert. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln und wir brauchen... tja, das ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Hier beim Elektrobereich haben wir ein paar Schienen. Bisschen Redstone, ja, ja, okay. Ach verdammt, wir müssen nochmal nach Hunsgrab rein. Das lässt sich jetzt leider nicht anders handhaben. Denn wir brauchen ein paar Fackeln und wir brauchen auf jeden Fall noch ein wenig Netherquarz. Ich glaube, wir haben mal nicht mehr so viel Netherquarz. Rennen wir einfach beim Nethertempel vorbei. Hier der Wagen wurde ja abgeholt. Und hier um die Ecke gefahren sozusagen. Der parkt jetzt hier hinten an der Krusthalle. Das ist nämlich der Lieferwagen für den Krust. Da dürfte auch Kohle drin sein. Ja, 5. Super. Ihr hattet in den Kommentaren geschrieben, ich soll dann öfter mal in der Krustkiste gucken. Ob da... Oder die Krustkisten durchsuchen, wenn ich irgendwas Spezielles suche. Also eine super Idee. Theoretisch. Ist eine gute Idee. Und das ist war eine gute Idee. Aber, ja. Ich gucke jetzt tatsächlich mal, ob ich die Fackel da hinten gelassen habe. Oder? Nee, ach. Wir gehen zum Steinmetz und holen uns einfach neue. Ja, und der Jan, der David Istok hatte geschrieben, wir sollen hier in Althunsgrab mal was machen. Hier die alten Häuser ein wenig aufmöbeln. Das ist natürlich so eine Sache. Da steht natürlich alles unter Denkmalschutz hier. Das heißt, wir bräuchten 100 Anträge, bis wir das hier überhaupt bearbeiten dürften. So, passt mal auf. Ich nehme mal hier Kohleblöcke ein paar mit. Verwandle die jetzt mal in normale Kohle. Dann packe ich die mal hier rein. So. Und einen Stack nehmen wir mal mit. Und da können wir uns dann schön Fackeln rausbauen. Und jetzt gucken wir nochmal wegen... Ah, guten Tag. Netherkram haben wir hier gar nicht mehr, ne? Das haben wir jetzt ja alles im Nethertempel. Verdammt. Das würde ja bedeuten... Oh, ja, ja, ja. Okay, mal kurz zum Nethertempel gelatscht. Ups. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nicht mehr viel haben an Netherquarz. Ich bin mir ziemlich sicher. So, Netherquarz ist nämlich hier und das sieht nämlich, glaube ich, ziemlich schlecht aus. Eine Säule... Hier haben wir noch ein paar von den Dingern. Boah, ist echt wenig. Vielleicht haben wir Rohquarz. Die Leiter, ne? Vor ein paar Folgen habe ich sie da reingepackt. Ja, das sieht ganz schön übel aus, Freunde. Das sieht echt übel aus. Oh wei, da müssten wir eigentlich in den Nether. Eigentlich müssten wir in den Nether, Peter. Um da was zu machen. Aber wir haben ja Fackelrohstoff geholt. Verdammt, das ist ja heftig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir da so schlecht bestückt sind. Hier ist der Spawn-Tempel für alle, die ihn nicht kennen. Und ja, die wachsen hier fröhlich vor sich hin. Der Vorteil ist halt, man kann hier... man kann hier durch diese grünen Glasstifte... Können wir das hier direkt abbauen, ne? So. So, man kommt da gut, ganz gut dran. Und hat dann immer... So, einen über... Manchmal auch zwei, ne? Wie in diesem Fall hier. Das heißt, wir hätten dann schon einen Plus und kann hier die Blüten ganz gut abbauen. Hat man die sozusagen gleich auf, ja, Blickhöhe. Hier ist auch noch eine gewachsen. Dann baut man hier erstmal die ganzen Blüten ab. Zum Beispiel auch die, da kommt man ja auch noch ganz gut dran. So. Und die da oben meinetwegen noch. Nur die Glasflüppchen nicht abbauen, ne? Und dann kann man nämlich hier ganz einfach, Strom drauf geben.
Warte, ich zeige euch das. Wenn ich sonst schon nichts gebrezelt kriege in dieser Folge, zeige ich euch wenigstens das, ne? Hier mir mal eine Fackel raus. Und hier sind auch meine ganzen Fackeln. Naja. Und hier ist auch ein bisschen Erde. Die werden wir auch gebrauchen können. Fackeln wieder mitnehmen, ganz wichtig. So, und dann kann man nämlich hier das Ganze aktivieren. Und dann werden die abgebaut. Fliegen noch so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Das soll natürlich automatisiert werden hier mit der Aktivierung. So, dann ist es wieder aus und dann kann man das alles einsammeln. Die ganzen Netherblüten einsammeln. Und dann natürlich wieder neu bepflanzen. 13 Stück. Und wir haben hier, glaube ich, 10 Felder oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Und jetzt können die wieder wachsen. Und den Rest packen wir erstmal in die Kiste, bevor wir nicht alles gestaltet haben. Und ihr seht schon, da kommt ganz gut was bei rum. Hier sind auch noch ein paar Endsteine, die wir dann hier ja auch nicht mehr brauchen. So, packen wir mal hier nach unten, ne? Zack. Und hier machen wir mal den, zack. Ja, passt schon. Und dann können wir das hier alles reinpacken. Das heißt, ich nehme mal die Endblöcke hier mit, den Endstein. Da kommt ja auch nicht mehr dazu, weil, na, ihr wisst ja. So, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg. Eieiei, Eider dauert's. Und seht ihr, die wachsen gleich wieder quer und kreuz. Tja, wie machen wir den Fußboden? Den könnten wir natürlich aus Birkenholz machen. Komplett. Weil man sieht ihn ja auch von unten nicht, ne? Den doppelten Boden oben, ihr wisst schon, was ich meine. Wir nehmen uns gleich auch noch ein bisschen Holz mit nach oben, damit wir da dann ausreichend... ja, genau. Damit wir ausreichend Stickies machen können für die Fackeln, die wir noch bauen wollen. Ja, ja. Und dann gehen wir wieder hoch und seht, dann bin ich nur zweimal hoch und runter gerannt und schon ist die Folge um. Haha. Fast dran vorbeigelaufen. Ja, hier, für alle Hundeliebhaber, Kaya und Kaspar, die sitzen wieder an ihren Plätzen, wo sie hingehören und achten darauf, dass keine Unbefugten dieses Gelände betreten. So, hier haben wir noch 33 Sticks, die nehmen wir mal mit und überhaupt ein bisschen Birkenholz. Ah, hier, und so ein Stack Birkenholz, kann nicht schaden. Kann immer nicht schaden. Brauchen wir natürlich noch mehr von, denn oben, das wird eine ganze Menge werden, was wir da abbauen müssen. Und dann würde ich das in der Mitte nämlich nochmal rausnehmen und da müssen wir uns was Schönes einfallen lassen für den Mittelboden. Wahrscheinlich werde ich da einfach nur Birkenholz reinballern. So, hier ist der direkte Aufgang. Man muss so ein bisschen kreuz und quer rennen, das war aber schon immer so. Wenn man ganz nach oben will, in den 3M-Landpalast. So, da muss man nämlich hier über die Tribünen und dann geht es erst auf die große Treppe, die in der Mitte hochführt. Heieiei. So viele Stufen. Aber naja, das ist halt bei so einem Großprojekt. So, und jetzt sind wir oben. Hi. Das war ja ganz schön. Hat ganz schön lange gedauert. So, zack. Jetzt haben wir aber erstmal ordentlich Fackeln. Das reicht mir erstmal hin. Denn ich möchte ja hier überall eine Fackel hinstellen. Die Beleuchtung des 3M-Landespalasts ist ja das größte Problem. Sage ich einfach mal. So, hier überall in die Mitte einen hin. Denn gerade bei so großen Räumlichkeiten gibt es natürlich immer wieder dunkle Ecken auch schnell, ne? So, Freunde. Hier geht's raus. Ja, das gefällt mir hier nicht. Das ist mir zu... Weiß ich nicht. Das gefällt mir einfach nicht. So haben wir es zwar schön beleuchtet irgendwie, aber es ist irgendwie kacki. Nee, das war so eine Idee von mir, aber es war eine Schnapsidee, sage ich einfach jetzt mal. So, die Fackeln bleiben natürlich drinnen. Und hier den Teppich nehmen wir mal raus. Wir müssen das alles neu gestalten, das gefällt mir nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, naja, wisst ihr ja. Dann müssen wir es ändern. Nehmen wir einfach mal die Schere und schneiden hier alles weg. So. Und dann kommt da überall normaler Fußboden mit Birkenholz rein, würde ich sagen. Habe ich eine Behutsamkeit dabei eigentlich, weil das Glas brauchen wir eigentlich noch, was ich da eben gerade zerschlagen habe. Ich glaube ja, ich hole gleich mal meine beiden Schalker-Truhen raus. Eine habe ich ja von Fuhrmann Huhn gekriegt, die zweite im Grunde auch. Aber die war ja noch über von Weihnachten. Schöne Musik gerade, ne? So, die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Zack und zack. Und hier haben wir unsere ganzen
Schätze drinne. Da sind auch noch Fackeln drin. Guck mal. Sehr gut. Und Behutsamkeit da. Nehmen wir mal die. Und dann bauen wir das Glas ab. Dann kriegen wir das auch gleich wieder zurück ins Inventar. Das ist viel besser. Ja, und im Grunde müssten wir ja dann hier überall Stufen reinmachen, ne? So, das haben wir jetzt aber alles eingesammelt. Das ganze Glas. Das brauchen wir nämlich noch. Und im Grunde genommen müssten wir jetzt Folgendes machen. Wir müssten hieraus erstmal die Dinger machen und dann Stufen, ne? 2, 3. Weil nur die Stufen haben diese Struktur. Von diese Bretterstruktur. So, zeige ich euch gleich. Und dann machen wir einfach den hier. Ich glaube, das wirkt besser, als wenn wir hier überall so bunte Sachen hin machen. Wir können hinter Teppiche hinlegen, wenn wir dann noch etwas speziell abgrenzen wollen. Aber erstmal würde ich sagen, legen wir hier überall schöne weiße Birkenstufen rein. Es wirkt ja auch immer ein bisschen edel, ne? So, genau. So machen wir das. Ich mache jetzt mal ein Element hier fertig. Ups, das ist natürlich falsch. Hey. In der Mitte geht es ja immer noch runter. Das bleibt ja auch so. Der gefährliche Weg hier ins Zentrum des Dreiemlandes Landpalastes, wo ja dann auch spezielle Truhen noch hin sollen. Oder spezielle Aufbewahrungsmöglichkeiten für ganz besondere Gegenstände. Okay, es wird schon wieder dunkel, verdammt. Und die Folge ist auch um. Ja, viel haben wir nicht geschafft in dieser Folge, aber so ist das beim 3M-Landpalast. Wir sind allerdings für die nächsten Folgen bestens vorbereitet. Noch ein Huster, muss ich noch ganz am Schluss was rausschneiden, verdammt. Ich würde dann sogar sagen, dass wir hier diesen Teil auch noch wegnehmen und da auch noch Stufen reinmachen, oder? Was meint ihr? Damit das so schöne, breite, durchgängige Gänge sind. Ja, das machen wir auch. Na? Alter Schwede. Das ist, wenn man es so eilig hat, ne? So, 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 so. Und dann hier natürlich auch noch zu. Und dann wird das so durchgehend ein weißer Holzfußboden. Ja. Jojo. Das gefällt mir besser, glaube ich. Und dann müssten ja hier irgendwo die Büros hin, ne? Das heißt, ja, wie wir das genau gestalten, da könnt ihr euch ja auch mal riesige Kopfgedanken drüber machen. Hier, das müsste dann auch weg. Hier kommen dann auch Stufen hin. Das heißt, dass wir hier so einen ganz breiten Kreis haben. Aber hier kommen, wie schon gesagt, noch Gebäude drauf. Hier, das wird natürlich noch nach oben höher gezogen. Und auch die Außentürme werden noch höher gezogen. Ich glaube, auf der Minimap könnt ihr das jetzt fast besser erkennen. Aber da geht es dann nächstes Mal weiter. Das heißt, das nächste Mal ist dann morgen. Und ich sage für heute erstmal, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Qual, euer Opa Zeron.